Was geht YouTube? Und ich komme gerade genau nach der Aufnahme vom Video gestern hier wieder online. Neues Video. Check das Video von gestern auch gerne ab. Ich habe in FIFA 18 jetzt 2500 FIFA-Points, also 20, aufgeladen, weil ich hier was gesehen habe. Und zwar wollte ich eigentlich diese anderen Sets holen, aber die sind leider hier weg. Und deswegen gibt es aber diese hier wenigstens. Da kann ich 5 Stück von kaufen. Premium-Spieler Gold-Set. Ich hoffe, da kommen coole Sachen jetzt raus. Also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, und dann öffnen wir einfach zusammen diese Packs und schauen mal, würde ich sagen. Ne? Also jetzt mal ohne Erwartung, auf easy, auf entspannt, einfach diese Packs öffnen. Ob da Pack-Luck am Start ist, weiß man natürlich nicht, Leute. Wir kriegen auf jeden Fall die dicken Sternschnuppen, aber ist jetzt ohne irgendwie krassen Dingens. Ein brasilianischer Stürmer und zwar unglaublicherweise Baptistão, Leute, mit 80er Rating. Ja, wir gucken einfach mal ganz entspannt, Leute, heute, wie gesagt. Vielleicht haben wir noch ein Game dran. Mal gucken. Oh, Bia Biani, Alter, der Typ hat echt, also sick Pace, Alter. Ja, Digga. Ich glaube, wir gucken einfach mal. Wir machen jetzt einfach so. Wir machen jetzt die Rares, mache ich jetzt einfach immer, auch wenn die nichts wert sind. Einfach auf die Transferliste und die stoße ich alle ab, damit ich ein bisschen wenigstens ein paar Münzen am Sammeln bin, sozusagen. So, das war das erste. Jetzt kommt das zweite, Leute. Ach, es macht einfach Bock, Packs zu öffnen, Leute. Es macht halt einfach wirklich Bock. Man hofft einfach jetzt, dass hier diese Flaggen an den Seiten kommen und dass man da was Krasses hat. Einen Deutschen. Oh, Sané. Ja, Sané ist doch nicht schlecht, oder? Jetzt mal ehrlich. Wieso hat der kein Dingens? Ach, weil er 82 hat, oder was? Ja, als ob Sané, Digga, der ist doch, das ist doch nicht schlecht, oder? Ist der schlecht? Der wird doch irgendwo was wert sein, oder nicht? Das ist ja Dingens, oder? Kann ich hier vergleichen? Ja, hier kann ich vergleichen. Ja, hier ist er 40. Ey, 40k wert, ne? Nicht schlecht, Alter. Der scheint für... Die verkaufen den alle für 40. Ja, den setze ich direkt auch drauf, Alter. Ja, Startpreis hier, was weiß ich, Mann. Ja, nice, Digga, dass der 40 wert ist, Alter. Richtig nice, Mann. Ach, man kann so auch die Schritte vergrößern. Machen wir einfach so, Alter. Ja, fett. Richtig fett, ey. Cool. Dann haben wir Camacho. Ist der was wert? Ach, den machen wir einfach auf die Transferliste. Das gucke ich später, Leute. Aber Sané, Digga, kommt da einfach aus dem Pack so raus. Und ja, hätte ich nicht gedacht. Weil vor allem, der ist doch krass, dass der kein Walkout ist. So. Aber gut, der wahrscheinlich ist ja nächstes Jahr ein Walkout. So, wenn man sich seine Karriere mal so anschaut, könnte das definitiv sein, dass der nächstes Jahr ein Walkout ist. Oh, hier haben wir was. Und zwar haben wir Deutschland. ZOM. Ah, es ist ein Özi, Digga. Let's go. Let's go, Digga. Alter. Digga. Da geht die Party aber richtig rein gerade hier, Digga. Da ziehe ich einfach mal Sané und Özil, Digga. What the fuck, man? Geil, ey. Nice, Digga. What the fuck? Hä? Hä? Geil, man. What the hell? Was ist denn der Kollege wert hier? Nein, der ist jetzt nicht 100k wert, ne? 60k habe ich jetzt gesehen. 50k ungefähr. Ja, fett, Digga. Ja, nice, Digga. Let's go. Den hauen wir mal jetzt drauf für 54k Startpreis, keine Ahnung. Machen wir mal hier so irgendwie in dem Bereich, wobei wir müssen noch ein bisschen runtergehen. Wir machen einfach hier, komm, machen den hier, dann geht er schnell weg. Obwohl, dann ist er schon fast zu billig. Machen wir so, ja, fett. Ja, krass, ey. Nice, Mann. Let's go. Machen wir hier den auf die Liste, den auf die... Das ist auch nicht schlecht, ne? Alter, jetzt habe ich hier wirklich Özi gezogen. Digga, das ist aber echt nice, Mann. Also bis jetzt, so 2 Sets haben wir noch. Also die letzten beiden, die waren echt, hätte man sich fast schon ein Premier League Team überlegen müssen, Leute. So, jetzt kriegen wir wen? Spanien, LF, Barcelona. Ey, lol. Ey, der ist doch auch nicht schlecht, oder? Ey, what the fuck, Mann? Der ist doch auch nicht schlecht. Digga. Ja, okay, ist jetzt nicht ultra wert, ne? Aber 10k ist ja auch wert. Den kann ich direkt in meine aktive Mannschaft vor allem machen. Digga, den tue ich statt Nolito bei mir rein. Ich schwör's euch, Mann. Den tun wir uns jetzt mal direkt hier in die aktive, Mann. Den tauschen wir jetzt mal aus mit... mit Nolito, weil der ist schon besser als Nolito, Alter. So, zack, zack. Den packen wir uns in den Verein. Ja, fett, ey. Okay, krass, Mann. Auf jeden Fall schon mal einen fürs Team gezogen. Boah, auch nicht schlecht, ey. Komm, Transferliste und weg. Wir können mal in die Kommentare schreiben, wer von denen wert ist, dann viel wert ist oder was wert sein könnte. Dann packe ich den erst dann auf die Dingens. Auf Ehrenmann-Basis. So, komm schon. Es hat aber schön lange gedauert jetzt hier, oder? Kriegen wir hier die fetten Schnuppen.
Ah, die Tafeln kriegen wir leider nicht. Ah, das hat, also das, diese Packs zu öffnen hat gerade richtig gebockt, Alter. Okay, nice, Mann. Schön, ey. Richtig schön. So. Digga, da bin ich aber jetzt gerade echt zufrieden. So, das wird auch nichts wert sein. Egal, komm. Kümmern wir uns gleich drum. Eieiei. So, jetzt haben wir noch 450 Points übrig. Ja, Set ist jetzt weg. Hey, warte mal. Wieso habe ich denn noch ein Jumbo Premium Gold Set übrig? Auf Nacken oder was? Ach, wegen dieser Ronaldo-Edition oder was? Das könnte sein, ey. Das war aber viel Dingens jetzt. Ach, ich dachte schon, jetzt kommt hier was, keine Ahnung. Oh, Bellarabi auch nicht schlecht, ne? Bellarabi ist definitiv auch nicht schlecht. Okay, nice, Mann. Ja, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, dass ich hier noch was so machen war. Aber hier so, die Verträge würde ich gerne auch mitnehmen. Die tue ich in den Verein, außer der kommt weg. So, dann können wir jetzt noch hier mit den übrigen 450, kriegen wir jetzt noch drei Premium Gold Sets, kriegen wir auch noch hin. Ey Leute, Packs öffnen, man merkt so hart, wie einen das süchtig macht, ne? Ich merke so hart, wie ich so nicht aufhören kann, Alter. Ja, Non-Rare ist natürlich billig. Alter, aber krass, Özil einfach gezogen. Nice. Van Persie, Digga, ist so ein Großvater geworden, Mann. Guck dich mal seine Dingens grauen Stellen an, Alter. Özil war schon schön gerade. Vor allem Sané und Özil, Alter. Wahrscheinlich habe ich sie auch für viel zu billig wieder angeboten. Können wir gleich mal gucken, ob die Münzen schon da sind. Dann weiß man immer schon, okay, das war. Ich habe gehört, so die Gans. Wie heißt es? Ah, Hand hat doppelt. Ich habe gehört, die Gans Dingens. Wie heißt es jetzt, Marcelo? Die ganz billigen kauft EA, das wollte ich sagen. Kriegen wir nochmal ein Rare sogar. Korrekt. Cedric. Okay, haben wir Cedric am Stissel. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt gleich mal eine Transferliste und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, dann mache ich das erst morgen. Also wenn ihr das Video gesehen habt, schreibt bitte in die Kommentare, wen von denen ich am ehesten verkaufen kann für ein bisschen was. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal ganz eben hier den. Alter, also das sind gerade 6 Millionen Transfers, Digga. Das ist ja so gestört, ne? Das ist ja so gestört. Wir gucken das mal eben schön, wenn wir hier haben. Also die beiden habe ich jetzt gezogen. Alter, schön, das ist echt lecker, Mann. Man sich fast schon hier ins Team packen können irgendwie. Auch noch Deutsche. Boah, die kriegen schon einen nicen Link, Alter. Na, okay. Also das sind die Leute. Ich zeige sie nochmal im Schnelldurchlauf, die ich jetzt hier ja, am Start habe. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was man mit denen machen kann, lasst es mich wissen. Und so, jetzt haben wir ja auch einen neuen Spieler in der aktiven Mannschaft. Und zwar den LF haben wir jetzt neu. Der wie nochmal heißt, nochmal eben schnell abchecken. Den spreche ich jetzt nicht aus, sonst blamier ich mich nämlich hier im Video. Ich muss echt mal mein Logo und so ändern, Alter. Alles muss ich eigentlich ändern, Mann. Ich muss Spielerrollen hier machen, alles hier Ecken und sowas, Mann. Wer kann denn gute Ecken? Wähler? Ja, doch, das sieht doch gut aus hier, oder? Wen von den beiden nehme ich? Zack, zack. Okay, nehmen wir ihn, Alter. Machen wir Koke hier die Ecken. Lassen wir einfach direkt so. Kurzer ja, Freistoß, Schusskraft, Abschluss, aber Freistoß Prezi ist nicht so nice. Ja, da würde ich sagen, lassen wir hier Asensio das schießen. Na, habe ich ja schon und das andere auch noch. So, jetzt ist die Frage, was zählt zum Beispiel bei Elfmeter? Wahrscheinlich ab. Ach, Elfmeter gibt es echt ein eigenes Dingens für. Heftig. Okay, die können alle. 72, 72, 8. Okay, dann schießt er meine Elfmeter. Einfach mal auf easy, auf Krampf. Kapitän würde ich auch gerne anderen geben. Und zwar Asensio würde ich gerne. Ja, genau. Und Rückennummer müsste ich eigentlich noch machen. Da bin ich auch so ein Typ für eigentlich. Ich bin so einer. So, mein Stimmer muss eigentlich die Nummer 9 haben, sonst kann ich nicht schlafen. Geben wir ihm die Nummer 9. Jetzt hat er die Nummer 1, Alter. Nein, er braucht die Nummer 1, Mann. So, geben wir ihm die. Wir machen auch noch gleich ein Spiel, Leute, auf Krampf. Ne, die 4 ist für den auch uncool. Geben wir ihm die 6. Ne, die 7 kriegt er. Und ne, er kriegt die 8. Genau, er kriegt die 7. Und er kriegt die 6. Achso, jetzt hat. Wir hatten jetzt die 7. Hä? Haben jetzt zwei Leute die 7? Wollte ich mich flachsen? Er soll 8, 6. Ah, 11 gebe ich ihm. Okay, und er müsste jetzt auch eigentlich was anderes kriegen, oder? Kann man echt mehrere. Egal, wir gucken das später mal nach, Alter. Wir gucken das jetzt gleich mal nach.
Wir machen noch ein Ding ins Training drauf. So, okay. Wir machen jetzt hier auch noch ein Teamtraining drauf. Und dann versuchen wir nochmal unser Glück hier mit dem Spiel. Und mein Wappen und so, Alter, sieht schon broke aus, Mann. Nicht mal ein Goldwappen am Stüssel. Okay, Online-Saison, komm, heute versuchen wir unser Glück. Wie gesagt, eigentlich bin ich schon zufrieden mit den Spielern. Und das Spiel ist jetzt einfach noch ein bisschen so Bonus quasi. So, wir ziehen das jetzt direkt durch mit meinem neuen LF. Ich liebe es, einen neuen Spieler zu haben, den man auch noch gezogen hat. Gar nicht, dass man den gar nicht kaufen musste oder so. Komm, wir versuchen einfach unser Glück. Wäre so schön, wenn es heute klappen würde mit dem Sieg. Oh Gott. France. Die Mann, Trikotfarbe ist broke. Egal, machen wir so. Müsste man unterscheiden können. Ich habe auch, wie gesagt, noch nicht mal richtige Trikots. Gucken wir uns mal seine Mannschaft an. Ich nehme gerade auf, ne? Und ich schneide das Video nicht. Also wäre cool, wenn ich. Ich komme gleich, ich komme gleich. Alter, der Typ sieht aus wie Herrat hier, der ZM. Ei, Alter, Leute, was habe ich wieder für einen Lack, dass der hier mit fünf Leihspielern spielt, Mann? Mit fünf! Oder heißt es gar nicht Leihspieler, wenn die blau umrandet sind? Das Spiel beginnt. Ey, Leute, das ist ja unglaublich, Mann. Wie machen wir das denn jetzt, ey? Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick Okay, drauf. komm, wir machen jetzt hier irgendwas. Kurze Einschätzung Irgendwie. zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute. Zack, Wir sehen ja schnelles Spiel 4-3-3. brauchen Klar, wir. es wird viel Jetzt über hat die er die Nummer Außen, 11 viel über und. die Flügel Ja, gegangen. keine Ahnung. Super dazwischen gegangen. Okay. Das könnte gefährlich werden. Könnte jetzt was Okay, werden. Gott sei Dank. Klasse Zack, den Ball Technik. abgenommen. Jetzt müssen wir es schnell machen. Wir sind weiß auf der Minimap. Ey, ich Deulofeu. komme damit gar nicht klar irgendwie. Jawohl, schön, den nehmen wir mit. Spielen den jetzt außen. Jawohl, und da haben wir jetzt eigentlich Leute unten. Gucken. 1-0. So muss es sein, Leute. Zack, Kolumbien. Koke. Frühes Tor. Schöne Das Flanke, den hier. macht er rein. Okay, Koke ist hier 27. Jetzt haben wir es verstanden, wie es funktioniert. Ja, nice, oder? Ist das nicht nice? Ist doch nice, Mann. Ist ein schönes Video bis jetzt. So, gucken wir Und uns wir das sind nochmal an hier. zurück. Schön Das ist die Krönung. Den Direktabnahme. Ball so Zack, rückwärts, zack, ganz Alter. So souverän muss über das die sein. Und dann kümmere ich mich Mittellinie. auf jeden Fall um Ganz ehrlich, Trikots, mit der Alter. Entfernung ist es kein Problem. Ach, Kebabspor. Das ist ein Und lustiger damit auch Name, den Digga. ersten Feier ich. Treffer. Jetzt könnte das Spiel Alter, richtig Fahrt Crespo ist aufnehmen. der Stürmer, Alter. Jetzt müssen Sie aufpassen. Alan Crespo. Einfach Crespo, die alte Legende, Mann. Casemiro. Zack. Zack. Jetzt Carlos Vela. Läuft wieder keiner los? Ja, Wen das ist spielen Sie immer. jetzt Ich zurück? muss diese Rückpässe mehr einbauen, dass man, wenn keiner läuft, dass man dann den Ball mal zurücklegen kann, auch ruhig. Wird gut dazwischen Das habe ich zum Beispiel wieder gespielt. einen Pass zu viel gespielt. Hätte man, ich muss mir dieses selber laufen auch angewöhnen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Hernan Crespo jetzt. Ja, den kriegen wir, den kriegen wir. Torwart, raus, sehr schön. Oh, direkt der Konter jetzt. Hier nimmt er den. Ah, das wäre es auch gewesen jetzt. Klasse Wobei, Aktion, Ball ist noch weg. geht. Jawohl, schönes Päschen hier. Auf den neuen Spieler, der hat Führung geht. 93 Pace. Da haben wir ein bisschen Zeit, diesen Pass zu spielen. Aus Geht der sicher. Drehung, aber Den Schuss da schade. unten gut Kein. aufgepasst. Aber den kriegen wir Schön nochmal. dazwischen gegangen. Super Außen Pass. kriegen wir. Der Deulofeu. Pass muss, der Pass muss, der Pass muss. Und da ist das 2 zu 0. Das könnte der erste Sieg werden, Leute. Bakambu mit seinem ersten oder zweiten Tor bei mir. Da war nochmal ein bisschen. Hier, der Pass war schön. Dann hier durchgelackt natürlich, dass er dann zu Bakambu kommt. Aber dann geht das Ding rin. Jawohl. Geht einfach rein hier. Schön, direkt nehmen wir den. Bakambu, dann nehmen, gehen wir jetzt mal. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hier. Und jetzt spielen wir den. Warten, zack, Doppelpass. Casemiro, guter Schönes Pass. Ding. Gleiches Tor wie eben, diesmal leider nicht, weil dann hätte ich eine flache Flanke vielleicht machen sollen. Ball behalten Dieser wir. Ball. Und da kommt das Schüsschen an, den hat er Deulofeu. aber fest, den hat er fest. Das könnte mein erster Win werden, Leute. Wie schön wäre das? Alter, was war das denn, Mann? What the fuck? Casemiro. Wird's jetzt gefährlich? Schön Das könnte geblockt. sein. Jetzt müssen wir mit dem eigentlich mal ein bisschen rennen, oder? Jetzt rennen wir mal ein bisschen mit Deulofeu. dem hier. Okay, never mind. Bakambu. Bakambu. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Mit der Flanke. Und da Ball ist wird einer. Und da verlegt. ist einer. Und Gibt's der jetzt die macht ihn Gelegenheit? aber nicht, Alter. Kein Wähler. War Wiederholen. das Wähler mit der Ich Nummer 11? gerne das Den muss er Torwartspiel aber nochmal aufzunehmen. zumindest Aus, Richtung aber das Tor Spiel bringen. beginnt. Okay, bisschen Ruhe Deulofeu. rein. Bisschen. Ah, den kriegen wir. Zack. Pass Hilft immer, oben. wenn man sich Jawohl, gut und schön. knowledge zu spielen. Asensio. Asensio. Angetäuscht. Ah, Klasse Mist. Technik. Da mache ich jetzt aber schon Flüchtigkeitsfehler. Das 3-0 hätte ich jetzt langsam. Oh, jetzt schickt er den oben. Okay, Casemiro. komm. Fernandes, komm schon. Du bist nicht der Schnellste, ich weiß. Schöner Pass von ihm, So, Alter. Pfosten den Ball weg. Okay. Klasse. Immer noch
So, ein bisschen Ruhe ins Spielchen bringen. Zack, 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 jawohl. Können wir den unten schicken? Versuchen wir einfach mal, ob der ihn vielleicht irgendwie, na, Fehlpass vielleicht von ihm erzwingen. Ah, komm schon, let's go. Und der bringt ihn raus und den kriegen wir. Jawohl, sehr, sehr schön. Warten wir kurz. Spielen jetzt oben, spielen unten und... Ah, ich dachte, den Einwurf kriegen wir wenigstens. Na gut. Ah, da fehlt ein Füßchen. Eine Schuhgröße mehr hätten wir den gekriegt. Na, okay. Okay, Leute. Wir müssen jetzt dieses Ding verhindern. Eieiei. Jawohl, schön. Genau richtig gelaufen. Mein Verteidiger. Und Ruhe ins Spiel. Und Ruhe ins Spiel. Zack. Casemiro, der kann auch mal sich ein bisschen die Zeit nehmen. Ah, kriegt jetzt hier ein bisschen zu viel Druck. Jawohl, schöne Grätsche. Jetzt schnell umschalten. Das sind meine Jungs eigentlich gut. Wähler, der muss jetzt mal ein bisschen gehen, jawohl. Der geht jetzt mal ein bisschen. Und der Pass kommt und Bakambu und den hält er fest. Den hält er fest. Den hält er fest. Oh, das wäre ja auch frech gewesen. Okay. Ich will diesen Sieg. Ich will diesen Sieg. Jetzt bin ich natürlich unten rausgerückt, verdammt. Nein. Der hat zu viel. Der hat. Er schießt echt daneben, Mann. Inzaghi, Digga. Der hat echt geile Leute. Was geht mit ihm, Alter? Felipe, Pippo, Inzaghi, Alter. Der ist früher schon umgefallen, wenn die Stadiontür nicht richtig zu war, Mann. Im Strafraum. Hat, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Elva rausgeholt. Da hätte ich den Fallrückzieher machen müssen. Da hätte ich die Eier haben müssen. Wenn du Eier hast, machst du einen Fallrückzieher. Nehmen wir außen mit. Okay, komm. Kopfball. Eieiei. Also, da unten. Eieiei. Wähler. Kriegt er den irgendwie durch? Kriegt er den durch? Nee, kriegt er leider nicht durch. Wähler sieht irgendwie auf seinem Bild weißer aus als in der Animation. Boah, schönes Pässchen. Auch wenn es viel zu gefährlich war. Olle. Ein bisschen Platz brauchen wir. Kriegen wir den nach oben? Jawohl. Und der läuft jetzt. Der läuft jetzt. Der läuft richtig los jetzt. Ah, pass aber zu viel. Und dann, ja. Wenn ich den kriege, wäre das richtig Killer. Jawohl, kriegen wir. Schönes Dreieck aufgestellt. Es laggt. Es laggt. Das hätte gefährlich werden können. Und auf diese Art und Weise, weil wir kein Internet mehr zu Hause haben, ich habe gerade auch hier ein rotes Kreuz, kriege ich meinen ersten Win nicht. Ah, das tut gerade weh, Leute. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, wenigstens nice was gezogen, lasst ein Like da. Mein ganzes Internet ist zu Hause weg. Ich habe dir beim PC unten dieses... Ja, was soll man sagen, Leute? Ich bin vom Pech verfolgt. Haut rein, ciao.